Ja, hallo ihr Lieben. Bevor ich anfange zu malen, möchte ich euch erstmal ein ganz, ganz schönes neues Jahr wünschen. Ein ganz tolles 2017. Und ich möchte heute ein abstraktes Bild malen mit Menschen oder Figuren. Hello, before I want to start painting, I want to wish you a very happy new year 2017. Hope you will be healthy in this year. Ich möchte heute, wie gesagt, ein abstraktes Bild malen. I want to paint an abstract painting. Und male zuerst den Hintergrund. Ich zeige euch mal, welche Farben ich benutzen werde. I want to show you the colors I will take in the background of the painting. It's light blue, hellblau, von Szene Acryl. White, weiß, dann echt gelb Zitronen, True Yellow Lemon und ein wenig Olive Grün, hell, Olive Green Light und Ivory, Elfenbein. Schaue ich das erstmal. Das sind so meine Werkzeuge, die ich brauche. Ein Synthetic Pinsel, Synthetic Brush, a Plastic Card, a Spatula and a smaller brush. So, dann fange ich mal an. Mach mir die Leinwand etwas nass, I wet the canvas. Ihr seht wahrscheinlich nur einen Ausschnitt, aber ich hoffe, dass ich das Wichtigste aufkriege auf dem Film. Wenn normal ein Fitzelchen oder Krümelchen drauf ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Mir das so hin und her, Kreuz- und Querstrichen. Und seht zu, dass erstmal die ganze Leinwand bedeckt ist. I want to cover the whole canvas with color. Man sieht sehr gut, wenn die Leinwand mit Farbe bedeckt ist. So von der Seite kann man dann gucken. Und wenn man dann matte Stellen sieht, muss man halt nochmal drüber. Ich male ja so gerne auf großen Formaten. Das ist nur sehr schwierig zu filmen. Ich habe da noch keine Möglichkeit gefunden. Und falls da jemand eine Idee hat, gerne bei mir melden. So, und jetzt gehe ich mal ins Olivgrün. I want to take olive green. Scheint auch hier. Und dann das helle Blau, the light blue. Not too much. Und das Gelb.
go. Und ich arbeite schon so, dass ich diese Senkrechtverläufe auch habe. Diesen Hintergrund noch ein bisschen interessanter zu machen, könntet ihr auch etwas Sand aufstreuen. To make this background more interesting, you could paint, you could do a sand on the canvas, or you could use some paper. Ihr könntet auch zerknülltes Papier hier reinarbeiten. Ihr könntet auch irgendwelche Landschaft hier reinkratzen, ganz dezent, vielleicht irgendwelche Häuser. Perhaps there may be houses. Ich kann jetzt nicht sehen, was die Kamera einfängt, aber ich hoffe, dass es rüberkommt. I can't see what the camera is watching. Da kann man dann wirklich sich austoben wieder mal. Gerne austoben und Spaß haben. Wer das möchte, kann auch mit einer Schablone noch arbeiten und Acrylspray. You could work with a stencil. To do some interesting things in the background. Das zeige ich euch gleich noch. So, ich habe hier eine Schablone. Here I've got a stencil and a spray. It's white cream from Gold, Montana Gold.
Das ist White Cream, also eine Sprühacrylfarbe. Das muss man natürlich gut schütteln. Und dann gehe ich mal gucken, ob ihr das seht und wo ihr das seht. Machen wir vielleicht hier. Da könnt ihr alle Schablonen nehmen, die ihr so habt. Ihr müsst nicht unbedingt die hier haben. Und dann möchte ich natürlich nicht die Kanten. Und die sprühe ich mir einfach weg. So, das reicht mir schon. Wichtig ist, dass ihr das Fenster aufmacht. It's important to open the window if you're working with the spray. Ich zeige euch jetzt anhand von zwei Figuren, wie man diese Figuren ausgestalten kann. I want to show you how to paint the figures in my painting. Und ich brauche da Schwarz und Grau. I want to use black and gray. Also ich gucke immer, dass ich bei diesen Figuren das Verhältnis 1 zu 8 habe. Wenn nicht größer. I want to have great figures and therefore I want to have one part head and 8 parts body. Also ein Teil Kopf und 8 Teile Körper. Ich zeige euch nur zwei Figuren. Ich denke, das reicht dann auch. Um zu wissen, wie es geht. I'm mixing black and gray. Ich mische mir schwarz und grau. Und zeichne mir quasi so die Figuren schon vor. Wenn ihr die Figuren in euer Bild malt, was ich ganz wichtig finde, ist immer, dass man sie auch hintereinander, voreinander stehen lässt. There must be figures in front and figures behind figures. Und die Figur vorne muss heller sein und die Figur dahinter schon etwas dunkler. So, und auf diese Weise male ich mir
ganze Leinwand mit Figuren aus, da wo ich sie haben möchte. Und dann geht es ans Kolorieren. Ja, und ich denke, dass die Figuren auch noch einige Hütchen vertragen könnten. I think that the figures may have some hats. And after this, they will have some color. Und wenn das getrocknet ist, dann brauchen sie auch noch ein wenig Farbe. Ja, und jetzt könnt ihr eigentlich arbeiten, wie ihr mögt. Mit dem Pinsel, mit dem Spachtel, je nachdem. Und ihr könnt auch schön eure Farbreste verbrauchen. You could work with a brush or with a spatula, just as you want. And you can give your figures colors. Und das war einmal der Pinsel. Und jetzt kommt der Spachtel. Da gehe ich mal ins Gelb. I want to work with the spatula. Da gehe ich mit ganz wenig Druck über die Figuren ganz locker. Gebe den Figuren Farbigkeit. So, das mache ich bei den anderen Figuren dann auch. Und dann geht's weiter.
hat es mir auch hier und da ein bisschen frei. Und so gestalte ich den Rest des ganzen Bildes. Und so I'm designing the rest of the painting. So, jetzt gehe ich noch mal ins Schwarz und gebe den Figuren noch mal ein bisschen Umrisse. Und Arme. They must have arms. Ich werde einige der Köpfe noch mal dunkler malen und Sprinkler gehören noch in mein Bild und ansonsten bin ich ganz zufrieden, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und macht es gut. Nochmal ein schönes Jahr und tschüss. There may be some splashes and some faces must be darker, and but I hope you enjoyed and have a nice day and a nice year and stay healthy and bye. Tschüssi.